Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem PaxTrader. Und heute habe ich mal wieder einen Lister für euch am Start. Diesmal ist es nicht mit Dani Alves, sondern mit Andres Iniesta. Kostet auch wieder 4,90 wie das andere Lister, was ich für euch geöffnet habe. 5 Packs sind wir hier enthalten, von der neuen Saison natürlich. WM 2014 oder der neuen Serie WM 2014, Adrenalin XL von Panini. Und ja, diese Serie werde ich auf jeden Fall sammeln. Ja. Öffnen wir das Ganze einfach mal. Schneiden wir hier unten mal ab. So. Jetzt die Packs erst rausnehmen. Da kommt auch die limitierte raus. Das natürlich behalte ich. Kann man sich gut hinstellen. Sieht schön aus. Und ja. Hier haben wir erstmal 1, 2, 3, 4, 5 Packs. Und dann haben wir hier die schöne limitierte Karte Andres Iniesta. Es gibt ja 10 verschiedene Blisterarten. Hier meine andere limitierte, die ich bis jetzt habe, Dani Alves. Und ja, das ist hier meine andere, meine zweite bis jetzt. Das Starter Pack werde ich auch noch öffnen. Ich denke mal am Wochenende werde ich es hochladen. Oder werde ich es mir kaufen und hochladen. Und ja, hier nochmal auf die Verteilungen schauen. Könnt ihr einfach mal anhalten, das Video, wenn ihr euch daran interessiert, in den Verteilungen. Einfach mal das erste Päckchen hier aufmachen. Dann müsste das hier die seltene sein. Oder die Rare Card, die Power Karte, genau zu sagen. Dann haben wir hier unsere erste Karte, Pletikosa von Kroatien, der Stammkeeper. Dann haben wir Blerim Cemali von der Schweiz. Dann haben wir Emanuel Badu von Ghana. Cea Salihovic, der Bosnien-Herzegowina, der momentan bei Hoffenheim spielt. Dann haben wir hier noch Jordi Alba, der Linksverteidiger, Spanier, der bei Barcelona spielt. Dann haben wir hier ein Utility Player, sehe ich schon, Verteidigung, Mittelfeld, Angriff. Und da haben wir Wallon Berami von der Schweiz. Ich glaube, der spielt irgendwo in der Serie A. Ich glaube, bei Inter Mailand. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Unsere erste Powerkarte. Das zweite Pack mit einem Messi drauf, Lahm und Kölo. Dann haben wir hier die seltene. Und hier die 5 Basekarten, die noch übrig bleiben. Dann haben wir Leonardo Bonucci von Juventus Turin, der Innenverteidiger. Autofokus spinnt schon wieder mal rum. Wegen dem Hintergrund mit den vielen Köpfen, deswegen ist es nicht so leicht wie ein Autofokus. Aber trotzdem werde ich mir eine neuere Kamera kaufen, irgendwann jetzt bald, demnächst. Ich denke mal, ich kann man trotzdem den Spieler kennen, Bonucci auf jeden Fall. Dann haben wir Kevin Stutman von der Niederlande. Dann haben wir Asmir Begovic, der Bosnien-Herzegowina. Der momentan bei, ich glaube, ja, Stoke City spielt. Dann haben wir Iker Casillas, der bei Real Madrid spielt. Ich glaube, der ist verletzt. Boah, ich weiß nicht, ob er immer noch verletzt ist. Aber auf jeden Fall war er verletzt, deswegen hat sich Real Madrid Diego Lopez gekauft. Und ja. Dann haben wir Gonzalo Higuain, der gewechselt ist von Real Madrid nach Napoli, Argentinien natürlich. Dann haben wir hier unsere Powerkarte und da haben wir Alexis Sanchez als Fans-Favorite. Sehr schön, den habe ich auch noch nicht. Chile, seine Nationalität. Rechter Flügel spielt er, rechter Mittelfeld bei Barcelona. Das nächste Päckchen. Dann haben wir hier wieder 5 Basekarten. Haben wir Emmanuel Emenike von Nigeria. Orestis Kanitsis von Griechenland, der Keeper. Teofilo Gutierrez von Kolumbien. Lukas Podolski von Deutschland, aktueller Verein Arsenal. Thibaut Courtois, der belgische Keeper. Ein sehr junger Keeper und ich glaube mit einer Größe von 1,98 spielt er bei Atletico Madrid und hält den Kasten hinten sauber. Sehr guter Keeper. Unsere Powerkarte ist Gary Cahill von England, ein Defensive Rock,
Habe ich auch noch nicht. Auch sehr schön. Upsala. Jetzt kommt das vorletzte Päckchen schon. Ordnen, ordnen, ordnen. Hier ein Japaner Gotoku Sakai. Ein Verteidiger. Dann haben wir Ron Vla von den Niederlanden, auch ein Verteidiger. Spielt in der Barclays Premier League. Wo weiß ich jetzt nicht genau. Und haben wir unseren nächsten Spieler, ein Koreaner. Auch ein Verteidiger. Kwak Tae Wee. Natürlich hier auch ein Verteidiger. Jerome Boateng kennt sicher jeder vom FC Bayern München, vom Triple-Gewinner letztes Jahr. Deutscher natürlich. Unser nächster ist der Keeper von Kolumbien, David Ospina. Und unsere seltene Karte ist Robin van Persie als Starspieler von den Niederlanden. Den habe ich auch noch nicht. Freut mich natürlich. Stellen wir mal hier hin. Unser letztes Päckchen. Leute, ich sehe schon, es ist ein Game Changer. Ich hoffe es natürlich. Das wäre jetzt richtig nice, wenn jetzt ein Game Changer drin wäre oder sowas in der Art. Oder ein Double Trouble, das wäre noch genialer. Hier haben wir den Keeper von Mexiko, Jose de Jesus Corona. Dann haben wir Andrea Pirlo, die Perle des italienischen Fußballs. Spielt momentan bei Juventus Turin. Dann haben wir Mark Milligan von Australien, Verteidiger. Christian Bolanos, der Mittelfeldspieler von Costa Rica. Und unser rechter Flügelspieler, der bei Ultimate Team eine 84er Bewertung, glaube ich, hat. Hulk, natürlich, spielt momentan bei Zenit St. Petersburg. Brasilianer natürlich, eine Heim-WM für ihn. Mal schauen, wie sich Brasilien so schlägt im eigenen Land. Und dann haben wir hier als Experten Diego Forlan. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht, auch sehr schön. Ein Experte. Ich glaube, ich habe jetzt schon 6 oder 7 Experten und kein Doppelt. Glaube ich. Und doppelte Karten habe ich schon, aber ich glaube, keinen Experten habe ich doppelt. Deswegen freut mich das noch mehr, weil dann kann ich die Experten bald voll haben. Und ja, das kleine Recap seht ihr im Hintergrund. Sanchez, Cahill, Berami, Forlan, Van Persie und natürlich die limitierte Karte Iniesta. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich sagen, gebt doch einen Daumen nach oben und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Denn sehen wir uns hören wir uns beim nächsten Video wieder. Haut da rein, Leute, euer PackStrader. Ciao.